Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade in Leipzig und ein bisschen außerhalb, würde ich eher sagen. Und ich habe hier mal meinen Stiefvater gefragt, jetzt in der Zeit, wo ich hier bin, ob ich mal seinen Jeep fahren kann. Und er hat gesagt, na klar, kannst du machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu ihm, weil das wird auf jeden Fall so ein Abenteuer. Ich fahre dann zum ersten Mal wirklich mit dem Geländewagen richtig durchs Gelände, ne? Logisch. Und ja, ich gehe jetzt mal hin, wechsle kurz die Perspektive und dann geht's los. Die bin ich! Angetreten! Das ist mein Trainingsauto für heute. Was ist das für ein Jeep? Das ist ein Italiener Trainingsauto. Baujahr 1992. Unkomfortabel, aber hoffentlich unkaputtbar unter deiner Hand. Das hoffe ich auch. Und kommt überall durch und dann lass uns einfach Spaß haben. Würde ich auch sagen. Let's go. Du zeigst mir zuerst und ich fahre neben mit eigentlich. Ich zeige dir ja gar nicht so viel. Du setzt dich sofort auf den Fahrplatz. Echt? Okay. Gut, machen wir das. Boah, hier. Mit Felleinsatz. Ich bin jetzt bereits hart, deswegen für dich ein Landfall. Was ist denn das für ein Jeep? Das ist ein Jeep Wrangler YJ. Ah, mit okay. Einem kleinen Motor drin, aber soll ja keine Rennfahrt werden. Genau, sondern entspannt. Eieiei, gut. Jetzt kommen hier kleine Hügel. Das ist eigentlich nichts, aber die kleinen. Die merkt man schon, ja doch. Die halt den Reifen ein bei dem harten Fahrgestell. Die Kopfschmerzen. Und jetzt kannst du im zweiten rein, wenn die freie Bahn ist und dann rauf auf die Wiese und einfach vorbei am Hindernis. Oh, das ist geil. Straßen auf im Autoverkehr. So, jetzt sind wir hier ein bisschen im Dreck. Aber trotzdem, ich fühle mich richtig sicher, muss ich sagen. Ist herrlich. Habe einen guten Blick, lässt sich schön schalten. Wenn wir im Kopf haben, dass ja auch die böse Hirschkuh plötzlich mal rauskommt. Oder der böse Oberförster. Dann kurz Gas geben, würde ich sagen. Irgendwie in dieser Reihenfolge. So. Naja, das sind hier die Geheimwege. Aber man sieht, es ist trotzdem hier eine öffentliche Straße. Man kann hier einfach mal durchfahren. Oh, jetzt gehe ich mal hier den ersten wieder rein. Also, zwei Flaschen Bier, dann wird immer hinten runterhauen. So läuft das hier im Dorf, Leute. Man kann immer nur so relativ spät erkennen, durch das Schatten-Lichtspiel, wann hier ein Huckel kommt eigentlich, ne? Wenn du dir nicht sicher bist, dann hältst du vorher an. Ja. Und bei sowas, ja, fahr links rüber, wenn du in der Mitte ein etwas höheres Hindernis kommt, immer gucken, ob du das leisten kannst, dass du noch ein Fahrzeug lang gehen sollst. Ja, ah ja, stimmt, wegen der Höhe, das stimmt. Aber hier sollte überhaupt nichts passieren. Das ist ja jetzt nicht so. So unwissend da. Kann man ganz gut mitnehmen. Boah, ist das geil! Wie findest du so, wie ich fahre? Gut? Wie ich Gänge? Ja, also anschauen? Wenn wir fertig sind in meinem Auto, fährt man das in Ordnung. Okay, gut. Also gibt es dann am Ende erst eine Bewertung. Ich erspare mir den Hinweis, dass man in der Spitze Steine halten. Nicht so schnell. Ach so! Alles, was kaputt geht, musst du im Schweiß deines Angesichts wieder reparieren. Gut. Sieht gruselig aus. Das ist der tote Mann. Oh Gott. Wird auch so benannt in der Karte. Rastplatz toter Mann. Oh Gott, ach, stimmt. Ja. Oh Gott. Wir sind vorbeigefahren, aber das macht uns gar nichts. Wir können nämlich einfach hier wenden. Wir können hier einfach wenden. So, pass auf, Annika. Den Rückwärtsgang rein. Die waren rückwärts. Ja, wir drücken, waren ziehen. Rückwärts. Nein, hier gibt es kein Drücken, ziehen. Bist du auf der Kupplung? Ja. Rechts rüber. Und dann hinter. Und vorsichtig probieren, ob es auch ist. Und gucken, dass du nicht vor dem Baum fährst. Ich muss erstmal diesen Gurt abmachen. Ja, ich ist das jetzt sehen. Der Rückwärtsgang? Ja, das ist jetzt. Ist er jetzt drin oder ist das jetzt der sechste oder so? Warte. Immer fahren. Fahr, lenken und weiterfahren. Ja, alles rum, Gas geben. Oh, jetzt wären wir fast abgedreckt. Aber einen kleinen Drift hingelegt. Okay. So, haben wir geschafft. So,
So, schwieriger als es aussieht, Leute. Wirklich. Das war nicht so groß. Okay. Wie ist es? Am Gas bleiben, sonst kommst du hier links rum. Komm, Gas. Gas, 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 Gas. Anhalten. Anhalten, so. Okay. Das Kupplung treten. Achso, Kupplung, ja. So, jetzt haben wir hier ein Hebelchen, das schiebst du mal vor und auf der Kupplung bleiben. Ich so, nach zu mir oder nach da? Ne, ziehst du dir. Kann sein, dass du drücken oder so? Nein. Oh, ich habe zweimal. Ja, macht nichts, warte. Jetzt gehen wir von der Kupplung runter und jetzt siehst du hier, dass du Allrad drin hast. Ah, okay. Was du wissen musst, ist, dass das Auto sich jetzt schwerer lenken lässt. Weil jetzt okay. Aber ich bin schon mal ein Auto ohne Servolenkung gefahren. Das hat damit nichts zu tun. Okay. Der verspannt jetzt über der Lenkung ein bisschen. Das heißt, der fährt jetzt gut geradeaus, macht er alles. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in der kleinsten Untersetzung sind. Ja. Das kann man nämlich auch noch untersetzen hier, das Fahrzeug. Und dann ist er sehr schwer lenkbar, aber kommt gut mit komischen Bodenverhältnissen wieder zurecht. Okay. Welchen Gang denn? Im ersten. Im ersten. Jetzt fahren wir nicht ein bisschen langsam, da kommt jetzt eine kleine Welle. Da lässt ihn durchrollen, langsamer. Ja, Gas. Und jetzt fährst du ganz normal durch. So wie jetzt? Ja. Gas. Ist runterfahren ekliger oder? Naja, weil du runterfährst, in keinem Fall auf die Kupplung treten. Einfach rollen lassen und bremsen, ne? Drin. Und wenn du hier solche Sträucher siehst, auch langsam fahren, die haben auch das Potenzial, diese Scheibe zu zerklappen. Oh, okay. Boah. Du kannst den jetzt eigentlich einfach fast rollen lassen. Ja, ich bin am Rollen. Ja. Wenn der, ne, halte mal kurz an. Dort unten ist schon der Weg. Oh ja. Nach links dann? Also wir fahren dann nach links. Mhm. Und das heißt für dich, dass du auf dem Hang dort schon anfängst zu lenken, als wolltest du rumfahren. Mhm. Ja, und nur im Notfall bremst du. Hier würde nichts passieren, wenn man einen sehr steilen Berg runterfährt. Ist eigentlich somit das Blödeste, was man machen kann, ist, dass wenn man unten am Scheitelpunkt ist, dass man bremst. Okay. Dort haben wir also schon Jeeps gesehen, die sich genau in dem Moment überschlagen haben, weil sie in der unteren Kehre mit der Vorderachse zum Stehen kommen. Schön, dass du was sagst. Und wie Kräfte das Fahrzeug hinten ausheben. Also gar nicht bremsen, nur Motorbremse langsam lassen. Langsam fahren und durchrollen lassen. Durchrollen lassen. Also ich beim könnte jetzt schon. Musst du nicht Gas geben. Und dann schon einlenken. Du sagst einfach, wann ich einlenken soll. Du lenkst so, dass du in den Weg reinfährst. Wenn du es nicht schaffst, fahren wir einen Baum. Ist es? Dann hasse ich dich. Oh nein. Soll ich jetzt schon ein bisschen mehr so nein, rechts nein, links, du dann links? Ganz normal runter. Und dort unten lenkst du. Du sagst, wann ich einlenken soll. Genau, dass du auf dem Weg fährst. Wenn es schwer geht, lenkst du trotzdem. Du lässt ja nicht von dem Auto vor. Jetzt einfach rollen lassen. Bremsen. Links lenken. Und Gas geben. Wow. Ah ja, da war ich ein bisschen auf. Du hast den Gang gar nicht. Ich habe gar keinen Gang drin. Ja, das macht ja nichts. Ich habe gar keinen Gang drin. So kann man es auch machen. Pass auf. Ich bin bereit, Leute. Jo, meine Haare, die sind aus, werden die aufgeladen. Die sehen aus wie ein Depp. Aber es ist so geil. Oh, ich lieb's. So, es geht's hier ab. Auf den Hügel. Wahrscheinlich ein paar, die es jetzt sehen, die sind wahrscheinlich auch schon andere Sachen gefahren und so. Aber langsam rantasten. Es ist absolut geil. So, jetzt geht's hier runter. Boah, das war aber gut. Durch das Einstellen von dem, das gibt mir auch viel mehr Vertrauen. Wirklich, da weiß man, okay, der ist eigentlich absolut hochtourig. Der bremst richtig gut ab, weil das war eigentlich jetzt richtig schön langsam. Na, so kannst du kontrolliert fahren. Ja. Geil! Ja, so. Jetzt musst du wieder alles rausmachen. So, das war's mit dem Video. Ich muss wirklich sagen, es hat so Spaß gemacht. Ich habe direkt Lust auf mehr oder mal so auch verschiedene Sachen zu testen. Nicht nur irgendwie durch Wald, sondern auch mal so durch Wüste oder noch steilere Hänge und so. Ich habe jetzt richtig Blut geleckt irgendwie. Das ist so geil. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr sonst noch irgendwie ein paar Ideen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich hatte echt richtig viel Spaß. Auch nochmal danke, dass ich fahren durfte. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!